Hi, heute stelle ich dir und deiner Fellnase die vorletzte Trockenfuttersorte vor. Sie heißt Maxidoc Sensiv. Für welchen Hund ist die Sorte geeignet? Sie ist für empfindliche Hunde und Senioren sehr gut geeignet und gerade für Hunde mit Futtermittelallergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten eignet sie sich besonders gut. Sie ist nämlich hypoallergen und enthält Weißfisch, Kartoffeln, Trockengemüse und auch eine spezielle Gewürzkräutermischung für Haut und Fell, sowie Rapsöl, Leinöl und Fischöl. Es ist ein Alleinfutter mit hochwertigen Rohstoffen und ist eben auch in Deutschland hergestellt, so wie alle anderen Sorten auch. Und schonend kalt gepresst. Lebertran ist auch wieder enthalten. Der liefert dem Hund dann wieder Vitamine und sorgt dafür, dass auf ernährungsphysiologische Stoffe verzichtet werden kann. Maxidoc Sensiv ist getreidefrei, glutenfrei und laktosefrei. Die Krokettengröße liegt im kleineren Bereich. Kommen wir zur Zusammensetzung. Es ist Weißfisch getrocknet und gemahlen mit 29,5%. Dann gibt es die Kartoffelflocken. Die sind besser verträglich und sorgen für die nötige Energie. Reiskeime. Auch hier sind die Keime einfach besser verträglich für die Verdauung. Dann noch Trockengemüse gemahlen. Und wenn etwas gemahlen ist, kann der Körper schneller und besser an die Inhaltsstoffe dran und kommt damit auch besser zurecht. Rübenmark getrocknet und das ist auch ein Nebenerzeugnis, was bei der Produktion von Zucker aus Zuckerrüben anfällt. Und es enthält dann auch vor allem Fasern für die Verdauungsregulierung. Und das ist einfach ein Ballaststoff, damit die Motorik vom Magen und Darm angeregt wird. Und sorgt deswegen dafür, dass keine Verstopfung auftritt. Dann gibt es noch Rapsöl, kalt gepresst. Und Rapsöl enthält viele Mineralien, Pflanzenstoffe wie Carotinoide und fettlösliche Vitamine A, E und K. Die helfen dann eben auch als Antioxidantien, damit Zellen vor Angriffen freier Radikale geschützt sind. Haben also eine Schutzfunktion. Leinöl kalt gepresst und das ist auch eine Vitaminbombe. Das hat Provitamin A, also so ein Vorvitamin von A und auch Vitamine B1, B2, B6, C, D, E und auch K enthalten. Und die sind auch eben sehr gut für unser Nervensystem und unsere Immunabwehr und auch für die Blutgerinnung. Dann gibt es Lebertran. Und wie erwähnt, im Dorschlebertran befinden sich zum Beispiel Vitamin A, D und E, leicht verdauliche Fette, Omega-3-Fettsäuren, Jod und Phosphor. Dann die Kräuterpflanzen, die eben wie oben angesprochen schon oder vorher angesprochen für Haut und Fell zuständig sind, damit es da eben alles gut ist, keine Hautirritationen und so weiter auftreten und auch eben keine trockene Haut. Fischöl. Also Fischöl sind Top-Lieferant für Vitamin D und haben auch viele Omega-3-Fettsäuren, die sehr wichtig sind. Dann ist Yucca enthalten. Es ist ein kleines bisschen Yucca enthalten, um die Verdauung im Magen und Darm zu beruhigen. Also so kann der Körper eine gute Leistung erbringen, ohne dauernd mit Entzündungen kämpfen zu müssen. Wirksam ist Yucca nämlich gegen Blähungen, Arthritis und Rheuma. Es kann die Darmflora verbessern, unterstützt auch den Zellschutz und die Immunabwehr. Und die gesamte Pflanze enthält viele Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe, wodurch sie im Tierfutter halt auch sehr gut sich eignet. Enthalten ist auch eine hohe Konzentration an Saponine. Diese binden im Darm Giftstoffe, wodurch dann der Darm gereinigt und entgiftet wird. Und gerade für die Hunde, die einfach ein sensibles Futter benötigen, ist der Bestandteil ziemlich wichtig. Kommen wir zu den analytischen Bestandteilen. Rohprotein mit 25% ist ein guter Wert. Rohfett mit 9,5% ist auch ein recht guter Wert. Dann gibt es Rohfaser mit 3,3%. Ist ein bisschen minimal drüber als empfohlen.
Rohasche mit 7,5%, passt dann auch. Feuchtigkeit mit 8%, ist eben wie bei den anderen auch. Calcium mit 1,1%, Phosphor mit 0,95%, Natrium mit 0,3%. Ergibt ein Calcium-Phosphor-Verhältnis von 1,2 zu 1. Und das ist fast schon genial. Es liegt auch wie hier überall im Rahmen. Es gibt keine ernährungsphysiologischen Stoffe. Kommen wir zum Tagesbedarf. Ein 5 Kilo Hund sollte 80 Gramm bekommen. Meine Erfahrung. Also, sollte ein Hund dauernd mit Unverträglichkeiten zu kämpfen haben, kann das an der falschen Ernährung liegen oder aber auch an einer körperlichen Fehlfunktion. Meistens sind die Anzeichen immer die gleichen. Und daher, wenn es denn unbedingt Trockenfutter sein soll, empfehle ich dieses hier als Kur, also das Sensave. Damit bauen wir dann das Immunsystem vom Hund auf und er bekommt erstmal alle nötigen Mineralien und Vitamine, damit sein Körper wieder auf den Grundwert kommt. Und danach kann der Hund dann langsam umgestellt werden auf ein anderes Trockenfutter oder Nassfutter. Daher gebe ich auch diese Sorte eher kurweise, wenn es möglich ist. Kommt auch immer drauf an, möchte der Besitzer Nassfutter oder Trockenfutter oder mag der Hund vielleicht auch nur Trockenfutter, dann ist das eine immer sehr gute Wahl. So, mit deiner Bewertung zu diesem Podcast, da hilfst du mir wirklich sehr. Und ich möchte mich hier einmal ganz herzlich bedanken an alle, die schon eine Bewertung hinterlassen haben. Das bedeutet mir wirklich sehr viel und ich gebe mir sehr viel Mühe, um dir die Welt der Hundeernährung etwas näher zu bringen. Und wie du weißt, war es mir schon lange einen Wunsch, einen eigenen Podcast zu haben. Und es macht mir sehr viel Spaß, dich hier mitzunehmen und mit deiner Fellnase zu unterstützen. Ein ganz herzliches Danke. Bis morgen, deine Jasmin mit Genie und Chiara.